Hallo Leute, jetzt müsste es so 4 Uhr oder vielleicht schon 4:30 sein. Bin an der Grillstelle, möchte ich mir jetzt ein schönes Feuerchen machen. Dann eben will ich auf der Bank meinen Schlafsack ausbreiten und mich versuchen mal hinzulegen. So am wärmenden Lagerfeuer und dann natürlich gleich wieder einen heißen Kaffee. So, also das Feuer brennt schon mal. Und hier links da auf der Bank, sieht man da was? Ist noch zu dunkel, aber wird immer heller jetzt. Weil die haben ja diese breiten Bänke jetzt da gemacht, das ist natürlich super klasse. Ne? Da möchte ich meinen Schlafsack mal hinlegen. So. Das Feuer passt mir eigentlich noch nicht so wirklich. Ich hätte es noch gerne mehr links gehabt. Muss ich gleich mal versuchen rüber zu schieben noch. Aber zuerst mal ein Schlückchen Kaffee. Also es war jetzt wirklich verdammt anstrengend alles, das ganze Holz daher schleppen. Das war letztes Mal einfach, wo da alles rumlag, das Trockene. Ja, es ist ganz schön hell geworden, ganz schön schnell meine ich. Es geht zack auf zack, hat man das Gefühl. So, jetzt habe ich mich mal im Schlafsack ein bisschen eingekuschelt da. Ja gut, jetzt müsst ihr am Rücken halt natürlich da so Windschutz hin. Aber da bin ich jetzt echt zu faul gerade. Nein, nicht zu faul, aber keine Kraft gerade. Okay, Leute. Und hier vorne, haha, vor mein Gesicht sozusagen, das Lagerfeuer. So muss das sein. Meine Thermojacke ist mein Kopfkissen, also ein bisschen niedrig. Muss mal ein bisschen einrollen da vielleicht. Aber besser ist mir nichts. War eine gute Idee, die Thermojacke mitzunehmen. Weil ohne Kopfkissen geht ja gar nicht. Entschuldigung, wenn ich gerade wackele mit der Kamera. So. Aber es ist jetzt recht angenehm warm. Nur da hinten am Rücken muss ich noch mal ein bisschen vielleicht die Wolldecke mit hochziehen. Wo sind die hin? Ja, ist echt schwierig, wenn man so viele Sachen da anhat. Mal verschiebt sich das, mal fällt das runter. Es ist halt kein Bett, gell? Man braucht halt seine Zeit, bis man sich eingerichtet hat. Gerade eben war die Wolldecke halt ganz runtergefallen. Also einziger Schwachpunkt ist hier am Rücken, aber das kriege ich in den Griff mit der Wolldecke und so. So, jetzt mal genießen. Vogelgezwitscher und Lagerfeuer und warm ist einem. Einen Kaffee haben wir auch schon gehabt. Wobei so einen zweiten könnte ich auch noch gut vertragen. Aber jetzt stehe ich gerade nicht auf. War jetzt zu aufwendig da reinkriechen. Das wäre halt wirklich richtig gut, wenn noch jemand da wäre. Ein bisschen Feuer nachlegen, zurechtlegen. Ja, wo seid ihr? Joachim, Gunter, Stefan etc. Ja, es ist jetzt blöd. Sechs da aufstehen wieder. Jetzt habe ich gefühlt da tonnenweise Holz hergeschleppt.
Ja, es ist immer ein bisschen schwierig durch den Wald da durch halt. Und das Zeug zuerst mal rauskriegen. Ja. Und das ist das Einzige, wo gut brennt, sieht man ja, ist da unten der trockene Klotz da. Das andere da mit der Rinde und allem, das geht so natürlich nicht, ist klar. Da muss man schon richtig auflegen. Naja, jetzt warte ich halt noch ab. Aber lang wird es nicht mehr tun, schätze ich mal. Ja, aber so wie es ausschaut, hat keinen Wert so. Dann kann ich wieder fast neu anfangen dann. Na gut, Glut habe ich schon. Oh Mann. Muss jetzt echt mal Sägen, mein Beil holen oder was? Aber da habe ich jetzt im Moment gar keinen Bock drauf, ehrlich nicht. Normal mache ich das ja gerne. Aber jetzt gerade absolut nicht. Naja, zumindest mal vielleicht nachlegen. Und dann wieder reinschlupfen in den Ding da. Aber, naja, mal gucken. Ich wollte die Schulter runterfallen, das hat so keinen Wert. Muss ich es halt umgekehrt machen. Dann lege ich die jetzt zuerst dahin und dann einen Schlafsack drauf. Mal so probieren. So, jetzt ist es richtig, Mensch. Ja, ist also anstrengend für mich wieder, weil ich habe schon wieder nicht geschlafen die ganze Nacht. Ja, ich will auch nicht langweilen damit. Nee, es war so verrückt, weil ich habe mir extra da im Kinderzimmer, habe ich es jetzt mal probiert, weil da kann man ganz dunkel machen und so auch. War eigentlich alles perfekt. Den ganzen Tag auch Ruhe gehabt und kaum hingelegt, du Augen zu. Fängt es wieder an zu jucken, das darf doch nicht wahr sein. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt noch erzählen soll. Ich muss das irgendwie in den Griff kriegen. Aber bislang kann mir leider kaum einer helfen. Das ist echt witzig. Es ist halt so herrlich. Hier schön warm jetzt liegen, hey. Vorne das Lagerfeuer, wow. Ein Wahnsinnsgefühl. Hunger hätte ich eigentlich auch. Ich habe mir so ein bisschen Toast, Käse und Salami mitgebracht. Ja, machen wir dann später vielleicht noch. Einfach super. Aber jetzt muss ich euch doch nochmal fragen. Mensch, vielleicht hat von euch irgendeiner eine Idee. Und wenn nicht, ja, vielleicht wenn ich drüber rede, kommt mir selbst die Idee. Was mir jetzt gerade auffällt ist, mich juckt es nicht, gar nichts, keine Schmerzen, nichts, ne? Das gibt's da nicht. Ich meine, ist ja gut so, aber warum zu Hause? Sag mal, ich habe mir eine neue Bettüberzug gekauft. Das wäre ja wohl der Hammer, hey, wenn das schuld wäre. Ja, leider führt man da jetzt ja kein Tagebuch drüber, ob das jetzt wirklich parallel war. Ich meine, ich habe mir eine neue Couch gekauft, neue Bettdecke und alles Mögliche. Und ich meine, und Bürostuhl auch einen neuen. Und ich bin mir relativ sicher, ab da hat das Ganze angefangen. Das wäre wohl der Wahnsinn. Diese ganze Strapaze, die ich da jetzt gehabt habe, über Wochen hinweg. Wegen sowas vielleicht. Aber das kann ja fast nicht sein. Das haben wir ja frisch gewaschen auch natürlich vorher. Ha, naja. Jetzt wird es aber bald auch mal wieder Zeit, draußen zu übernachten. Definitiv. Vom Wetter her. Ja, jetzt kommen, glaube ich, wieder gute Tage, warme Tage. Wäre es angebracht, muss man einen Gunter fragen, wann er wieder da ist. Joachim wäre nicht schlecht, aber der ist ein bisschen weit weg. Ja, mal gucken. Notfalls ziehe ich vielleicht mal alleine durch. Je nachdem, wenn ich hier nicht schlafen kann, ist eh wurscht. Vielleicht kann ich hier draußen schlafen, wer weiß.
Ich meine, was halt so richtig cool wäre mit der Hängematte, ne? Aber das ist mir einfach zu weit vom Feuer weg, da fehlt mir ein bisschen so die Romantik. Gut, im Zweifelfall könnte man jetzt zuerst hier liegen und wenn man so richtig schlafen will, dann vielleicht in die Hängematte. Das ist schon eine sehr bequeme Geschichte. Aber naja, ja, müssten hier halt zwei Bäume sein. Das Feuer ist auch wieder gleich runtergebrannt, hat so keinen Wert. Das falsche Holz einfach. Das ist halt der Vorteil der Mütze gegenüber dem Hut. Kann man sich schön dunkel machen. Ey Leute, ich bin ja jetzt sicher, aber kann sein, ich habe sogar ein bisschen geschlafen. Das wäre ja der Wahnsinn. Also fühlt sich zumindest so an. Und das Feuer scheint ja schon ziemlich lange aus zu sein. Nicht? Wow. Ja, das Wetter, puh, ziemlich bewölkt jetzt. Auf jeden Fall geht es mir gerade heftig gut. Das war eine gute Aktion. Ich war ja noch in der Werkstatt und noch ein paar Sachen geholt. Und da war ich so, sage jetzt mal, gefühlt 10 Minuten. Ein bisschen unsicher, ob ich wirklich raus soll. Aber es war die absolut richtige Entscheidung. Richtig geil. Ups, jetzt fängt es sogar zu regnen an. Hätte ich ja gar nicht mitgerechnet heute. Okay, ja, dann passt es ja jetzt.